Hallo, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Runde XCOM. Ich habe ein Problem. Und zwar bei diesem Fight im Hauptquartier habe ich einen Programmabsturz gehabt. Meine Frau Melli kam ja gerade dazu und XCOM-Exe abgeschmiert. Das Problem, was ich jetzt aber habe, ist, dass ich natürlich nur diesen Spielstand hier habe. Und da sind wir noch im Hauptquartier. Heißt, ich habe sogar noch einen Soldaten. Wenn wir nicht bald neue Soldaten über die Kasernen rekrutieren, können wir diesen Kampf nicht gewinnen. Ja, ich weiß. Heißt, wir können jetzt hier zwar weitermachen, ich ignoriere den Schauplatz. Grabung abgeschlossen. Ja. Ja, alle so tolle Panzer. Das heißt also, ich kann jetzt nochmal von vorne beginnen. Das Video hatten wir schon. Aber, also das hat jetzt nichts mit Cheaten oder so zu tun. Kontakt ignorieren. Muss ich leider. Ich habe 3 aktive Soldaten. Damit brauche ich keinen Kampf anfangen, oder? Nein, ich brauche erst mehr. Ja. 23 Tage. Vielleicht sollte ich erstmal die kleinen Sachen machen. 6 Tage. Ich muss gerade alles zulassen und darf dann erst... Commander, wir haben den letzten UFO-Kontakt nicht mit unseren Kampfjets abgefangen. Hoffentlich richtet er keinen ernsthaften Schaden an. Wir haben einen neuen Kontakt. Er sendet ein merkwürdiges Signal. Fast so, als wäre er auf der Suche nach etwas. Ein UFO hat über Deutschland unseren Satelliten abgeschossen. Sie haben Satelliten verloren. Den Geldhahn zugedreht und Panik hat sie ganz... verfolgen. Als Reaktion hat sie uns die finanzielle Unterstützung entzogen. Deutschland unkontrolliert. Alien-Aktivitäten lösen. Okay, jetzt cheaten wir wirklich mal. Ohne Scheiß, kommt. Ey. Ich versuche das jetzt hier noch zu retten. Spielladen. Ich versuche das jetzt hier wirklich nochmal zu retten. Das heißt, UFOs werden versucht ab... Schauplätze ignorieren. Grabung abgeschlossen. Aber UFOs müssen abgeschossen werden. Satellitenabdeckung nun verfügbar. Entdeckt für Kanada. Abfangjäger starten. Wir sind dran. Wir nähern uns dem Ziel. Satellitenunterstütze 4 und 3. Bericht verlassen. Muss ich leider ignorieren. So. Was hier oben? Wir speichern. Ich versuche das jetzt hier gerade wirklich noch zu retten. Nanofaserweste. Da kann er nichts bauen, alles zu teuer. Was kostet denn so eine Nanofaserweste? 13. Ey, die brauche ich unbedingt. Schwarzmarkt.
War noch irgendwas? Handel abschließen. Kaserne. Achso, nee, das wäre ja Quatsch. Das wäre Quatsch. Soldaten anwerben. Wir benötigen dringend weitere Truppen. Wenn wir nicht bald neue Soldaten über die Kasernen rekrutieren, können wir diesen Kampf nicht gewinnen. 5 Stück angeworben. Und Technikabteilung. Ich versuche jetzt hier gerade echt mit allen Mitteln. Wo haben wir es denn? Nanofaserweste. Fünf Stück. Welche Beeinträchtigung? Was haben wir denn da noch? Das ist einfach zu teuer. Wenn ich mal genug Geld habe. Oh nein, die habe ich gerade vertickt. Oh, verfickt. Jedes Labor, jede... Stellt 5 Ingenieure für unsere Mannschaft ab. Verbunden Modus 10. Was habe ich denn darüber? Alien-Sicherheitstrakt. Satellitenkontrollzentrum. Eigentlich müsste ich dann da weiterbauen. Okay. Ich habe gerade nur die 4, weil die brauchen noch, oder was? Wir haben hier eine sichere Übertragung vom Rad, Commander. Ah, das war das mit der... Okay, ich muss es machen. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Bearbeiten. Bewaffnung. Hä? Wo sind denn diese Nanowesten? Die muss ich hier unten hinhauen. Oh, fuck. Dann können die aber schlechter schießen. Egal. Das muss ich jetzt bei allen reinhauen. Lieber ein bisschen mehr einstecken. Obwohl... Es ist gerade echt nicht einfach, Leute. Es ist wirklich nicht einfach. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Ja, das ist das mit. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Ich weiß. Commander, das Alien-Schlachtschiff hat Kurs auf die Stadt genommen und uns bleibt nicht viel Zeit zu reagieren. Mithilfe des Gerätes von Chang hat Dr. Shen eine Reihe von modifizierten Transpondern entwickelt, die den Navigationscomputer der Aliens stören sollten. Aber unsere einzige Chance, sie schnell genug in Position zu bringen, ist das städtische Schienennetz. Hallo? Schön unterwegs! Unterwegs.
Rennst dahin. Das ist der Zug, mit dem wir die Transponder befördern werden. Das Ganze ist nicht ideal, aber wir müssen jeden der Transponder an einer bestimmten Stelle platzieren, um ausreichende Signalstärke zu gewährleisten. Bin unterwegs. Na toll. Schieß mir noch die letzte Deckung weg, die ich habe. Alles, diese jungen Drecksrekruten. Ich bin in Ordnung. Gehe in Position. Bedrohung ausgeschaltet. Bestätige. Versuche es. Yes! Wir sehen uns in der Hölle. Packen wir es an. Klung. Dieser Zug wird sowas von demoliert von mir. Drücke aus! Tiefer, okay. Rücke auf Ziel vor. Feind in Sicht. Das macht doch nichts. Gut, dieser Transponder ist an Ort und Stelle und einsatzbereit. Wenn die restlichen auch platziert sind, werden sie ein Signal senden, um das Navigationssystem der Aliens zu stören. Wenn alles glatt geht, sollte das Signal das Schlachtschiff vom Kurs abbringen und uns eine erstklassige Möglichkeit für einen Überraschungsangriff bieten. Alles gut. In Bewegung. Ich mach mich los. Verstanden, Commander. So ein bisschen aufgeteilter diesmal. Commander, es sind mehrere Feinde im Anflug. Anscheinend wurden sie von dem Schlachtschiff abgesetzt. Rechnen Sie jede Minute mit Feindkontakt. Das Alien-Schlachtschiff nimmt immer noch direkten Kurs auf die Stadt, Commander. Wir müssen schnell handeln. Ja, blindes Huhn und so. Und weg. Nach unseren bisherigen Beobachtungen war es zu erwarten, dass die Aliens über eine Einheit verfügen, die auf den Kampf an vorderster Front spezialisiert ist. Anscheinend ist es diese massige Kreatur. Ich beneide niemanden, der es mit diesem Ding aufnehmen muss. Gleich normal draufholzen. Ja, bis hin. Befehl bestätigt. In Bewegung. Oh, ich muss da noch zwei setzen. Im Laufschritt. Du ziehst jetzt mal ein bisschen stärker nach.
Zeit. Nee, du musst nachladen. So. Geh in Position. So, und auch. So, tiefer. Weiter so, Strike One. Es bleiben noch zwei Transponder. Gleich haben sie es geschafft. Es ist nur noch ein Transponder zu aktivieren. Auf dem Weg. So, der muss auf jeden Fall mal gut Meter machen. Hab's gehört. Du gehst jetzt mal mit rein. Ich bin bereit. Feindliche Einheiten im Anmarsch auf Strike Ones Position, Commander. Commander, uns läuft die Zeit davon. Das Schlachtschiff nimmt immer noch direkten Kurs auf die Stadt. Wir müssen handeln. Ja. Fuck. Verdammt! Hab keine Moon! Kill bestätigt. Okay. Bin unterwegs. Feind in Sicht. Fuck. Einmal Rauchgranate, dass uns hier nichts mehr passieren kann. Einfach mal gucken, wie das funktioniert. Nachladen hätte sie noch gekonnt. Scheiße. Rücke aus! Bis dahin und dann. Versuch es wert. Scheiße. Nächstes Mal krieg ich ihn. Da vorne ist der letzte. Noch drei Runden, um dahin zu kommen. Scheiß die Wand an. Flanke. Oh fuck. Sei nicht so. Ich habe keine Munition. Feind lebt noch. Nein, oh Scheiße, ich vergesse das immer. Lade nach. Bin unterwegs. Aufgepasst, der Feind rollt an. Nein, da ist ja noch einer. Oh, fuck. Ich muss nachladen und mich eigentlich verstecken. Oh, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Versteck mich erst. Feind in Sicht. Oh nein, da ist noch einer. Oh fuck. Sie verlagern den Angriff. Shredder verursacht 6. Der da 3. Das heißt, ich versuche doch erstmal die hier. Ziel erleidet mehr Schaden als andere Quellen. Machen wir es so. Dann ist der auf jeden Fall hin. Jetzt wird's heiß. Er ist geschützt. Zerschreddert, aber er ist nicht gestorben.
Okay, wir machen es jetzt echt knallhart. Entweder ist sie nämlich gleich hin oder nicht. Hallo? Hallo, was ist hier los? Hat sich jetzt gerade die Tür geöffnet? Das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. So. 77% und damit erhöht. Jawohl. Commander, das Alienschiff ist fast schon in Angriffsposition. Ich weiß! Okay, sie lebt noch, sie lebt noch, sie ist noch nicht tot. Sie lebt noch, sie lebt noch, sie lebt noch. Schafft sie es bis nach vorne? Nein. Bin unterwegs. Muss nachladen. Wie weit kann er sporten? Oh, fuck you. Ist doch scheiße. Ich könnte noch einmal versuchen, alles zu geben. Wie viel Energie hat er? Er steckt voll, voll. Also sportet er, damit er in der nächsten Runde da rein kann. Rück aus. So, du stellst dich jetzt hier mit hin und ballerst auf den Typen. Komm, gib alles. Einer weniger. Commander, wir müssen diesen Zug schleunigst in Bewegung setzen. Schwerer Beschuss in diesem Bereich. In Bewegung. Reicht es, dass er dran steht? Kann ich dann draufdrücken? Geschafft. Alle Transponder sind auf Sendung. Jetzt müssen Sie nur noch das Antriebssystem des Zugs aktivieren. Neues Ziel erhalten. Wir kommen zu spät. Das Schiff hat soeben Nein. auf die Stadt eröffnet. Nein! Nein! Fuck, Leute! Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ist dadurch jetzt alles im Arsch hier? Einrichtung bauen. Ey, mir fällt gerade noch was ein, was du bauen kannst. Wo ist denn das? Für die Erdwärmekraftwerk? Das für die Soldaten? Soldatenoffiziersschule. Soldaten erholen sich doppelt so schnell von Kampfverletzungen. Das ist alles scheiße. Es ist doch alles scheiße. Auch nochmal ein Satellitenzentrum. 4 von 5 im Orbit. Ich könnte also nochmal einen bauen lassen. Das sollte ich vielleicht noch schnell machen. Baue Satellit.
Wo ist das? Satellit. Nein, es kostet 66. Nochmal Schwarzmarkt. Die Gefangenen der Aliens und ein künstliches Koma. Ey, die verticken wir. Es hat keine Priorität. Handel abschließen. Haben wir noch. Das Objekt hat keinen Forschungsnutzen und kann frei verkauft werden. Es wird spannend da draußen. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Alien-Chirurgie, genau das gleiche. Alter, auf einmal komme ich hier voll an Kohle. Ey, das hätte ich alles mal eher machen sollen. Alien-Nahrung, auch weg. Was haben wir denn noch? Noch irgendwas, was grün ist? Ey, ich habe 400 Tacken. Oh Mann, hätte ich mal eher Geld. Geld. Satellit, da. Dann bauen wir erstmal einen. Auftrag erteilen. Einrichtung bauen. Bau beginnen. Das auch ausheben. Alles, was ausgehoben werden kann. So, Einrichtung bauen. Ey, ein Sicherheitstrakt, da können wir gleich noch einen reinbauen. Warum kann ich das nicht? Warum gehen nur diese paar Sachen? Was ist... Nicht genug Ingenieure, aber was ist mit diesen Sicherheitstrakten und so? Muss ich das erst wieder erforschen? Unser Wissen über Alien-Technik ist zwar Kampf. Scheiße, kann ich noch nicht. Ah, Leute, ich bin so gefickt. Abfangjäger kaufen. Was kosten die? 40. Von den monatlichen Kosten wollen wir mal gar nicht sprechen. Okay. Baue, kaufe. Acht Stück. Nee, brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja nur fünf erstmal. Die Laserkanonen sind voll teuer. Machen wir drei. So. Satelliten mehr brauche ich da erstmal nicht. Das war's. Sagen Sie, was ist das, Doktor? Das ist bemerkenswert. Bei der kristallinen Substanz, die sich in dem Behälter befindet, handelt es sich um ein Stoffgemisch. Es enthält aber Milliarden von kybernetischen Nanomaschinen, die sowohl aus organischen wie auch aus mechanischen Komponenten bestehen. Die Untersuchung durch mein Team hat ergeben, dass diese mikroskopisch kleinen Roboter unerhört effizient mechanische Strukturen bauen können. Durch nähere Studien und in entsprechenden Laboren könnten wir eine Art Cyberanzug entwickeln, der an den menschlichen Körper gekoppelt wird. Jawohl. Mein Team interessiert mehr, ob es möglich ist, das Gewebe an sich physikalisch zu verändern. Das heißt, ob wir genetische Adaptionen der Aliens darin verankern können, indem wir die Nanomaschinen nutzen, um eine Art Verschmelzung des Materials zu bewirken. Der Commander muss entscheiden, was am vorteilhaftesten ist. Sind Sie mit irgendeinem Punkt einverstanden?
angesichts der offensichtlichen Aufgabe der Nanomaschinen, nämlich organische Materialien miteinander oder mit technischen Strukturen zu verbinden, sind wir uns immerhin einig, wie wir sie nennen, nämlich... Meld. Meld. Okay, also ich kann entweder fette Maschinen bauen oder Cyborgs. Noch eine neue Forschung, der gleich reindrücken. Kybernetiklabor zum Bau verfügbar. Genlabor zum Bau verfügbar. Da haben wir es doch. Alter, was da nicht alles möglich ist. Genlabor. Adaptives Knochenmark. Die Heildauer von Verwundungen verkürzt sich um 66%. Ist sogar stapelbar. Der Soldat regeneriert 2 TP pro Runde bis zum TP-Maximum ohne Rüstung. Alter. Höhenvorteil gewährt zusätzlich 5% Zielgenauigkeit, 5%, Alter, gewährt 10% Zielgenauigkeit für jeden Schuss nach einem Fehlschuss. Oh. Ein Mech-Arm-Upgrade, das es dem Piloten ermöglicht, Deckung und Gegner in der Nähe zu pulverisieren, verbessert außerdem die Beweglichkeit, oder? Ermöglicht es dem Mech, einen kegelförmigen Bereich in Schutt und Asche zu legen. Wow. So, das auch noch. Ne, zurück. Oh, ich könnte jetzt auch so eine geile Panzerung. Wenn es nicht so teuer wäre. So, hauen wir unter die Offiziersschule. Hä? Kann ich noch gar nicht? Warum finde ich hier nichts zum Bauen? Kann mir das mal einer erklären, warum das nicht geht? Labor, Werkstatt, Genlabor. Da, jetzt ist es aufgetaucht. Hier werden wir in der Lage sein, mechanische Exoskelette, okay, und das Genlabor, diese Erweiterung des Forschungslabors ermöglicht es uns, unsere Soldaten genetisch, okay, Forschungslabor. Habe ich irgendwo ein Forschungslabor? Nein, habe ich nicht. Also machen wir das hier. Ich will das Genlabor. Was kostet das? Kostet beides das Gleiche. Oh, 10 Tage. So, meine lieben Freunde, ich werde jetzt erstmal den Ponne sagen, dass ich keine Übertragung machen kann, weil ich ja im Hintergrund auch noch hochlade. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich entschuldige mich 10.000-fach dafür, dass ich so geladen habe. Eigentlich hätte ich es auch gerne nochmal gemacht, weil diese Scheiße mit der... die Scheiße mit dem Zug hätte ich schaffen können. Das ärgert mich sehr. Egal, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.